Ja, kann ich nur unterstreichen, dass du. Dabei wollten auch Sie Schauspieler werden, wie die Schwestern Kling. Ja. Warum ist denn daraus nichts geworden? Naja, daraus wurde ein bisschen, also ich bin am Ende der Schulzeit, wir haben viel Schauspiel in der Schule gemacht und das war so das Einzige, wo ich den Eindruck hatte, da ist so ein bisschen Talent und habe mich dann auch in Hamburg an der Schauspielschule beworben und das war einer meiner frühen schwärzesten Tage des Lebens. Da ist also warum, wirklich, warum? Da war, ich kam glaube ich zu spät, dann war der Leiter der Schule, der mich eigentlich sehen wollte, nicht da und dann hat ein Schauspielfreund, dem ich das am Abend vorgespielt hat, der hat gesagt, das ist grottenschlecht, damit brauchst du gar nicht anfangen. Also es ging wirklich alles schief an diesem Tag. Und dann, und das ist ja eigentlich normal, ne? Also ich glaube, wer sich an der Schauspielschule bewerben will, das ist gar nicht ungewöhnlich, dass man sich da ganz häufig bewerben muss. Und ich hatte dann nach so, für mich ist erstmal schon auch so eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, mich ruft gleich Hollywood, ja, und dann zu realisieren, also da will mich gar keiner, ja, und werde so da ernüchtert wieder weggeschickt. Und dann war so ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt? Und dann waren so zwei Dinge für mich, einmal eben entweder weiter probieren, weiter irgendwo vorstellen oder was das andere war an Wunsch war, wirklich mal eine weite Reise zu machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt mach erstmal eine Reise, weil dann kannst du überlegen, was du dann machen willst. Bin in die Schweiz, habe da 6 Wochen gearbeitet. In einer weite Reise nennen Sie das? Nee, das war zum Geldverdienen. Ja. Hab 6 Wochen in der Schweiz in einer Drahtseilfabrik gearbeitet und habe da so gut Geld verdient, dass ich damit ein halbes Jahr reisen konnte. Ah, okay. Durch Australien, Neuseeland. Und auf dieser Reise habe ich mich dann immer wieder gefragt, was will ich denn wirklich machen im Leben? Und da kam dann der Arztberuf und die Schauspielerei, die ist dann irgendwie so ein bisschen schnell vergessen worden. Wir leben ja in Zeiten, wo man ganz schnell mit dem Wort Held dabei ist, also wenn man sowas macht wie Sie. Als Sie sich entschlossen haben, so mit Anfang 30 dieses Leben, sich auf dieses Leben einzulassen, an die gefährlichsten Orte der Welt zu gehen, war das die grenzenlose der grenzenlose Wunsch zu helfen, da wo es besonders schlimm ist? Oder war da auch ein bisschen Abenteuerlust? Ja, das ist eine Frage, die ist ganz schwer irgendwo wirklich klar zu sehen. Also die Situation, das war ja 2002. Waren Sie dann schon Anfang 30? Genau, ja? Genau. Wobei die humanitäre Hilfe Anfang des Jahrtausends hatte noch nicht den Stellenwert, den es heute hat. Also wir waren in der Klinik, wo ich dann gesagt habe, ich gehe dann mal ins Ausland. Da war das eher so, aha, das ist eigentlich ein Karriereverweigerer, ne? Der will sich jetzt irgendwie in den Dschungel absetzen. Das war eher so, dass das so ein bisschen, nicht anrüchig, das ist zu viel, aber das wurde schon so gesehen, naja, der hat keine Lust mehr auf Arbeit hier in Deutschland. Ich kam für mich eher an den Punkt innerlich, dass ich gesagt habe, ich habe also jetzt viel Intensivmedizin, ich mochte die Akutmedizin relativ früh schon und habe das auch gemacht, habe Intensivmedizin gemacht, bin Notarzt gefahren und kam dann eher an den Punkt, dass ich sagte, das muss jetzt noch mal eine Veränderung geben. Und zwar grundsätzlich nicht den Beruf, den fand ich weiterhin absolut spannend, aber ich wollte den noch mal wo ganz anders oder im ganz anderen Kontext ausüben. Und dann waren viele Zufälle. Dann hat ein Freund gesagt, bewirb dich doch. Ich kannte Arzt ohne Grenzen gar nicht groß und bin dann dahin, hatte ein Interview, wo ich auch dachte, es war nicht ganz so schwarz, wie das Schauspielvorstelle, aber ich dachte hinterher auch, oh, ja. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich da irgendwas richtig beantwortet habe. Mhm. Aber dann ging wirklich alles sehr schön positiv weiter und habe dann auch großes Glück gehabt mit einem spannenden ersten Projekt. Das war Cross Border. Wir haben in Thailand gelebt, aber im Dschungel von Myanmar, da 10 Vertriebenendörfer medizinisch versorgt. Ja, und dann auch die nächsten Projekte. Wo Sie tagelang zu Fuß gehen mussten, unter unglaublichsten Bedingungen. Ich habe wirklich atemlos das Buch gelesen, was Sie darüber auch verfasst haben. Also Sie waren auch an den gefährlichsten Orten. Sie sind unter Rebellenbeschuss geraten. Sie haben sich an Orte gewagt, wo jeder andere Mensch, glaube ich, Angst gehabt hätte, da sterbe ich auch. Sie waren an Orten, wo Sie nicht wussten, was Sie machen sollten, weil einfach die Medikamente fehlten. Wie ist es dann, wenn Sie, oder wie war es dann, wenn Sie immer wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind? War das dann für Sie so eine Art Reha? Ja, ich tanke jetzt wieder Kraft? Oder haben Sie sich dann bei dem Gedanken erwischt, was die für Probleme haben? Es gab schon verschiedene Elemente, das schon auch. Also so die so eine gewisse Gelassenheit kommt dann schon auch dazu. Aber
was ich erlebe, und das ist wirklich, wirklich jedes Mal, also auch jetzt gerade, als ich im Februar wieder zurückkam nach Deutschland, dass dann erstmal wirklich so eine wie so eine euphorische Phase kommt, dass ich sage, wahnsinnig, ja, das Leben, was wir hier leben dürfen, ja, ich kann einkaufen, ich kann irgendwo essen gehen, ich kann machen, was ich will in diesem Land, muss nicht Angst haben, dass mir da einer irgendwie ans Leben geht oder dass ich da vielleicht was esse, was mich dann vergiften könnte, weil es unessbar ist. Also diese Errungenschaften, die für uns hier so normal sind, das genieße ich wahnsinnig und merke aber auch jedes Mal, und das ist vielleicht noch wichtiger, dass das Motiv oder die Motivation, warum ich Arzt bin, die ist wieder aufgeladen worden. Also es ist schon eine Bestätigung, die ich in den humanitären Einsätzen viel stärker kriege, dass ich weiß, warum bin ich Arzt. Und dass Sie wieder zurück wollen an irgendeinen Ort. Sie kamen ja, als Sie Anfang Februar jetzt wieder nach Deutschland zurückkamen, dann waren Sie schon im Pandemie-Einsatz Corona und haben dann mitbekommen, wie es hier langsam sich ausbreitete. Ich möchte noch einen Moment dabei bleiben, wie Sie sich fühlen, wenn Sie hier sind. Mhm. Weil, und das hat mich, das ist wirklich hängen geblieben und es wird hängen bleiben. Sie sagen, Sie finden den Satz hier manchmal komisch, ich darf mich nicht so stressen, das macht dich krank. Warum? Ja, ich glaube ja, dass wir, also ich bin mir manchmal nicht sicher, dass ich kann ja nur von mir ausgehen oder dem, was ich so in meinem Umfeld erlebe, aber ich glaube manchmal, wir unterfordern uns häufiger, als dass wir uns überfordern. Zumindest in den wesentlichen Punkten. Ich glaube, wir... Geben Sie ein Beispiel. Wo unterfordern wir uns zum Beispiel? Also wir haben ja gerade hier, wir sind ja noch mittendrin in einer Pandemie, die wir ja so in Deutschland oder in der Welt noch nie gehabt haben. Nee, klar. Ich war in vielen Krisengebieten, wo Menschen sagen würden, so eine Krise, die würden sie sich wünschen. Ja? Weil das ist ja wirklich nicht schlimm. So, ne? Und zu sehen, wie kommen wir mit dieser Krise jetzt hier zurecht und sind eben nicht nur dabei zu sagen, oh, wie furchtbar und es ist alles schrecklich. Und natürlich, ne, wer an Corona erkrankt oder wer seine ganze Existenz davon ziehen sieht, das ist eine existenzielle Bedrohung. Aber ich glaube, es gibt eben ganz viele auch in diesem Land, die einigermaßen irgendwo auch weiterleben können. Und ich glaube, da ist für mich kann ich sagen, ist das eine Krise, die absolut spannend ist. Also ich nur, dass da keine Missverständnisse auftauchen. Sie sagten, wenn man sich das hier anschaut, ist gar nicht so schlimm. Sie meinen Menschen, die in sehr armen Ländern, genau, leben, wenn die jetzt auf uns gucken würden. Dass Sie das sagen. Genau. Ja, okay. Also von einer Ebola-Epidemie Standpunkt her ist Corona natürlich relativ harmlos. Ja, wobei es da natürlich auch wichtige Unterschiede gibt. Oder wenn ein Dorf nach einem Tsunami wieder versucht, ja, wieder zu leben und da sind 2/3 der Bevölkerung sind ausgelöscht. Mhm. Oder wenn nach Wirbelstürmen alles kaputt gegangen ist. Also die existenziellen Krisen, wo wir ja, oder wo ich auch häufig bin, wo das Leben und Tod natürlich eine wirkliche Alltäglichkeit ist. Mhm. Und wo die Einschränkungen so dramatisch sind. Ich war zum Beispiel in Mogadischu, in der Hauptstadt von Somalia, 4 Wochen, wo wir eigentlich nur im gleichen Haus uns von oben nach unten bewegt haben. Unten war die Rettungsstelle, dann war die Normalstation, in der 3. Etage war das Büro, in der 4. haben wir gewohnt. So. Und wir konnten, weil die Stadt so unsicher war, wir konnten eigentlich nie raus. Mhm. Und 4 Wochen nicht mal die Stadtgrenzen, geschweige denn die Hausmauern zu überwinden, das war schon eine ganz andere Erfahrung. Und zwar so, weil es eben draußen wirklich geschossen wurde. Das konnten wir ja hören. Mhm. Oder dass wir eben nicht wussten, was passiert dort mit uns. Ne? Und deshalb glaube ich, wir können aus dieser Pandemie lernen, dass wir vielleicht noch ein bisschen resilienter werden können. Weil ich bin mir fast sicher, und das meine ich jetzt gar nicht schwarzmalerisch, aber ich glaube, wir werden auch noch in unserer Lebenszeit werden wir wahrscheinlich Krisen hier erleben, die noch ein bisschen dramatischer werden. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, das hier wie so eine Generalprobe zu sehen, vielleicht wie eine Vorbereitung auf etwas, was uns noch mehr herausfordern wird, dann wäre das, glaube ich, ganz gut. Aber das kann natürlich jeder. Macht Ihnen das Angst, wenn Sie hören, es ist eine Generalprobe für etwas, was noch schlimmer werden könnte? Aber das meine ich jetzt nicht in Panik. Also ich will gar keine Angst und Panik. Ja.
Ich glaube, Corona braucht kein Panisch machen. Aber ich glaube schon, dass mich, also ich glaube, das ist jedem natürlich. Keiner lebt gerne in der Erwartung von einem, oder unter einem Damoklesschwert. Aber die Frage ist für mich, meinen Sie es in Bezug auf eine weitere Pandemie oder auf eine viel größere Krise, wie beispielsweise die Klimakatastrophe? Ich glaube, wir sehen ja spätestens seit 2015, ne, als Flucht und Vertreibung so ein großes Thema war für uns alle, wo wir merken, wir sind eben nicht mehr in einem sicheren Europa und Elend ist irgendwo in Afrika oder woanders. Mhm. Wir merken, wir rücken wirklich zusammen wie in einem Dorf. Mhm. Und die Pandemie ist natürlich noch mal viel dramatischer in dieser Hinsicht, ne, weil es uns jeden in jedem, es gibt kein Leben, was nicht betroffen ist davon. Und ich glaube, wir brauchen ja, ne, die Diskussionen sind ja jetzt schon, dass die Klimaveränderung, das ist sicher ein Thema, von dem wir wissen, es kommt. Und es wird uns noch stärker betreffen, als es das jetzt schon tut. Mhm. Und ich glaube, es wird auch weitere, ne, ich will jetzt Resilienz nicht spekulieren. Resilienz meint ja eine Art innere Stabilität für Sachen, die von außen sehr bedrohlich wirken oder sind. Nicht? Das ist das, was Sie meinen. Also dieses Training wünschen Sie sich. Dieses Training zu sagen, ich bin als Mensch im Grunde genommen krisenfester, als ich mir das oft zutraue. Meinen Sie das mit über sich selbst hinauswachsen, dass man in einer wirklich gefährlichen Situation merkt, man hat mehr in sich, als man sich zugetraut hat? Also das ist zumindest, was ich in den Krisenländern erlebe. Damit meine ich gar nicht mich. Aber die Menschen, die ich erlebe, ob es jetzt der syrische Bürgerkrieg ist, wo Menschen, die alles verloren haben und die uns dann zum Beispiel in der Bergwelt dort mit einer Gastfreundschaft willkommen geheißen haben, das werde ich nie vergessen. Also Sie haben in Höhlen da Notstationen errichtet. Warum fragen Sie manchmal lebensbedrohlich erkrankte Menschen, warum möchtest du noch leben? Ja, und das war tatsächlich, das war in Sierra Leone in der Ebola-Krise. Und da, es gibt ja vieles, was man gar nicht vergleichen kann. Ne? Zum Beispiel die Sterblichkeit von Ebola und Corona. Aber was ja ähnlich war, das war ein neues Virus. Also in Westafrika war Ebola nicht bekannt. Es gab keine Impfstoffe, es gab keine Medikamente. Und das Dramatischste für uns war, und das hatten wir oder hatte ich auch als Arzt noch nie, normalerweise heißt es, wenn ein Mensch, ein Kranker zu uns kommt, dann hat er eine gute Chance, geheilt zu werden. Die Erfahrung, dass unter unserer Behandlung mehr als die Hälfte der Menschen starben, das war dramatisch und neu. Und dann war das in dem Intensivzelt. Wir sehen gerade Bilder, das genau. War, glaube ich, bei diesem Einsatz. Und in dieser Montur sahen wir ja wirklich aus wie, und da wird die Zeit draufgeschrieben. Und jetzt hat man eine Stunde Zeit in diesem roten Bereich, wo diese schwer infektiösen Menschen waren. Und weil wir eben nichts hatten an Medikamenten, um diesen Menschen zu helfen, bin ich wirklich nah an sie heran mit dieser Brille und hab sie in die Augen fixiert und habe gesagt, warum willst du gesund werden? Und das ist natürlich vielleicht eine brutale Frage, aber ich wusste, ich muss diese Menschen, ich muss sie ansprechen, ich muss sozusagen dieses Lebenslicht, diesen Lebenswillen in die hervor- oder wachrufen, weil das ist vielleicht das Einzige, was sie noch selber über diese Krise bringt. Und das waren ganz, ganz schöne, aber auch brutale Momente. Also Appell an die Selbstheilungskräfte des Menschen, die stärker sein können als so eine Seuche. Ist das Ihre Erfahrung? Genau, aber ganz wichtig, kann. Ne? Mhm. Es ist ja, wir wissen es nicht. Und wir wissen es auch jetzt nicht, wer überlebt und wer stirbt. Das ist ja das große Rätsel, was immer übrig bleibt. Aber natürlich auch natürlich den Appell, irgendwo mutig, irgendwo den letzten Mut, den man in sich irgendwo hervorkitzeln kann, irgendwo auch noch zu mobilisieren, weil das ist manchmal natürlich wichtig. Herr Stöbe, haben Sie mal etwas erlebt, von dem Sie sagen würden, das war eigentlich ein Wunder bei meinen Einsätzen? Ach so, gab also eine Sache, das war der zweite Einsatz, das war in Nepal, damals war Bürgerkrieg und wir waren in den Bergen und das war auch Bürgerkrieg zwischen Maoisten, die eben das Land revolutionieren wollten und dem Militär des Staates. Und dann hatten wir einen freien Tag, da sind wir ins Tal gelaufen und wollten einfach mal ein bisschen diese schöne Berglandschaft dort erkundigen. Und wir haben dem Mitarbeiter von uns gesagt, wir wollen natürlich keine Maoisten treffen. Das war klar, weil die war ziemlich gefährlich. Die würden uns ans Leben gehen. Und dann sind wir an so einem Fluss lang gelaufen und sind über so eine Hängebrücke. Und da sahen wir am Ende dieser Brücke, da war schon so ein roter Wimpel mit Hammer und Sichel. Und dann dachten wir schon so, oh, oh, oh. Und wir kommen über diese Brücke und tatsächlich, was war da? Das war ein Maoistennest. Und da war dann ein Kommandeur, der saß da auf seinem Lager mit Kalaschnikow und Handgranaten und hieß uns willkommen. Und
man muss sich das vorstellen, das war ein wirklich verlassene Gegend, wo das dann Mensch war schon ein Wunder. Und der fragte mich dann, weiß nicht warum, aber der fragte mich ja, wie man denn in Deutschland diesen Kampf sieht und was ich denn empfehlen könnte, dass sie noch effektiver sind in ihrem Kriegsbegehren, wo ich natürlich sagen muss, nein, ich bin Arzt. Natürlich, Sie sind zu Neutralität verpflichtet. Ja, genau. Habe auch gesagt, natürlich, ich äußere mich dazu nicht. Und dann sagte er, und dann war natürlich klar, wir waren seine Geiseln. Mhm. Und dann sagte er, ja, also was wir denn auch unterstützend machen könnten, also er würde Uhren nehmen, Geld, Kameras, also alles, was wir so hätten. Und natürlich ist es völlig klar, da müsste man alles geben, ne? Auch gar nicht diskutieren. Und irgendwie hat mich das aber so ein bisschen geärgert, weil ich dachte, und dann habe ich gemacht, was ich auch nie hätte machen dürfen, dass ich gesagt habe, na, also wir sind eine medizinische Organisation, wir können hier gerne Medikamente und sie behandeln, aber wir können hier keine Wertsachen, wir sind keine Bank. Und das war natürlich also ganz schön mutig. Furchtbar eigentlich. Ja, man wächst über sich hinaus. Ja, aber das war nur, weil das Ende. Ne? Und jetzt kam es und dann switchte der um und sagte, oh, ich habe Zahnschmerzen. Und dann guckte ich mir den Zahn an, das war alles gut. Ja? Und dann sagte er, ob ich den rausziehen kann. Sag ich, nee, ich habe jetzt nicht dieses Material hier. Aber ich hatte zum Glück ein bisschen Schmerzmittel dabei, das habe ich ihm alles gegeben. Und was dann passiert war, dass eben nicht mehr er der Rebell war und wir waren die Geiseln, sondern ich war Arzt und er war Patient. Und da hat sich das Kräfteverhältnis umgestellt und so sind wir rausgekommen. Giovanni, da würden Sie sagen, das war ein kleines Glück. Das war Glück, das war absolut Glück. Okay. Giovanni, ich weiß, dass Anja auch mal in Erwägung gezogen hat, Ärztin zu werden, richtig? Ja. Ja, wenn du das jetzt hörst, denkst du dann, das wäre echt eine Option gewesen? Mit all dem, was wir gerade gehört haben, dieses Helfen in Krisenregionen? Ja, ich finde die Idee natürlich, einen helfenden Beruf zu haben, nach wie vor großartig und ich hätte das gerne studiert. Aber ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, so wie Sie, in solche Krisengebiete zu reisen, das weiß ich nicht. Ich finde das wahnsinnig mutig und Hut ab. Also das finde ich schon toll. Ich glaube, wenn wir jetzt Publikum hätten hier im Studio, was wir ja normalerweise haben, außerhalb dann würden von alle Corona, applaudieren, alle deswegen würden tun applaudieren. Wir es jetzt. Ja. Ne, Sie hatten ja damit mit dem Helden angefangen und das ist ja was wir, auch ich von mir weise, weil ich glaube, wir oder auch ich sehe das als eine tolle, spannende Aufgabe jedes Mal, aber ich will auch nicht negieren, dass es Helden gibt, aber die Helden sind wirklich die jetzt in den Krisengebieten überstehen, ne? Und vielleicht ganz aktuell, weil mich das sehr betrifft oder auch, ich war ja sozusagen dem Virus vorausgeeilt oder entgegengefahren in Asien. Und ein Land, für das ich mit zuständig war, war Bangladesch. Und da gibt es ja das größte Flüchtlingslager der Rohingyas, die da fast eine Million an der Grenze in Bangladesch leben. Mhm. Und unsere Sorge war immer, dass wir wussten, wenn das Virus dort einbricht in dieses Lager, dann ist eigentlich alle Hilfe zu spät. Ja. Da können die sich nicht distanzieren, da kann man keine Kontakte nachvollziehen, da ist Händewaschen, das gibt es dort alles so nicht. Und leider ist gestern der erste Fall dort positiv diagnostiziert worden. Und das sind wirklich mutige Menschen, die jetzt dort wirklich und jetzt versuchen zu helfen. Ja. 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 Herr Stübbe, Sie haben vielfach Anerkennung erfahren, auch von ganz institutioneller Seite. Sie müssen uns zum Schluss erklären oder erzählen, wie das ist, wenn das Telefon klingelt und plötzlich ist die Kanzlerin dran. Haben Sie da gedacht, wie so bei den Schwestern klingt? Das ist jetzt jemand, der macht einen Scherz mit mir. Das war nicht der April. Das war 22. September, ich weiß es so. Genau. Und das war wirklich spannend, weil das war 2014, als die Ebola-Krise ja schon weit fortgeschritten war. Und das war ja so, anders als jetzt, wo ja sehr früh die Welt und die Hilfe überall mobilisiert wird, war in Westafrika die Situation so, dass dort eigentlich internationale Hilfe überhaupt nicht kam. Und wir hatten als Ärzte ohne Grenzen Deutschland, aber auch in anderen Ländern, haben wir mit den verschiedenen Regierungsmitgliedern gesprochen. Wir haben eigentlich mit jedem Ministerium, die da zuständig waren, gesprochen. Und jedes Mal hatten wir den Eindruck, jetzt passiert was. Und die hörten uns zu und sagten, ja, wir müssen wirklich was machen. Und es passierte aber nichts. Ja, das war von Juni, Juli, August, September. Und dann Ende September tatsächlich rief mich das Büro an von Ärzte ohne Grenzen. Die sagten, Tanke, komm mal rein, Frau Merkel will dich sprechen. Und dachte, nee, das wird nicht stimmen. Aber bin natürlich reingefahren.
Und dann war es tatsächlich so. Und dann haben wir eine halbe Stunde gesprochen. Und, Sie haben mir die Lage geschildert. Die ja, wissen, und sie hat auch gute Fragen gestellt. Sie ist ja wirklich eine krisenerprobte und auch interessierte Regierungschefin. Und hat dann gefragt, welche nächsten Schritte sinnvoll sind. Und danach hat sie das DRK informiert und sozusagen motiviert, etwas zu tun. Und dann die Verteidigungsministerin. Und so kam dann tatsächlich mit dem Moment, Ende September, als das dann auf dem Regierungstisch kam, dann ist die Hilfe auch von Deutschland losgegangen, was natürlich sehr spät war. Was spät war, aber trotzdem noch was bewirken konnte. Genau. Herr Stübbe, Sie sind nicht Schauspieler geworden, mangels hinreichender Begabung, aber Sie haben ein bisschen Schauspieltalent schon, weil Sie können wahnsinnig gut erzählen. Mhm. Und das für eine wirklich gute Sache. Und ich glaube, Sie sind ein fantastischer Werbeträger für Ihre Organisation Ärzte ohne Grenzen und deren Einsatz man nicht hoch genug loben kann. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank.